Sehr geehrte Gäste, liebe Gralsheimer, ich bin Jens Moll, stellvertretender Sprecher des Kreisverbandes Hohenlohe-Schwäbisch Hall. Und mir fällt heute das Privileg zu, Sie im Namen des Kreisverbandes Hohenlohe-Schwäbisch Hall herzlich zu unserer Veranstaltung mit Professor Dr. Jörg Meuthen, Mitglied des Europaparlaments, Christine Andersen, Listenplatz 8, bald Mitglied des Europaparlaments, und Martin Hess, Mitglied des Bundestages, zu begrüßen. Einige unter Ihnen werden sich wohl wundern, warum Sie zu so einer Großveranstaltung lediglich von einem Schnellvertreter begrüßt werden. Daher möchte ich Ihnen gleich vorweg herzliche Grüße unserer beiden Sprecher, Anton Baron, Mitglied des Landtages, und Udo Stein, Mitglied des Landtages übermitteln. Beide sind aufgrund von Wahlkreisarbeit im Moment leider unpässlich. Ich werde mein Bestes tun, Sie würdig zu vertreten, und hoffe hier auf Ihre Unterstützung. So ist Udo Stein in seiner Funktion als jagdpolitischer Sprecher der AfD-Landtagsfraktion heute auf der Mitgliederversammlung der Jägervereinigung Schwäbisch Hall, wo er das Grußwort hält. Ist natürlich schlecht, wenn bei der Versammlung dann ausgerechnet der das Grußwort hält fehlt. Deswegen bitte ich Sie um Verständnis. Lassen Sie mich eines vorweg sagen. Sie haben sich heute für die richtige Veranstaltung entschieden. Demokratie lebt vom Meinungsaustausch, ja, Meinungsstreit. Ohne diesen ist kein Diskurs möglich. Wer jedoch Andersdenkende diffamiert, ihr Eigentum und ihre körperliche Unversehrtheit gefährdet, steht dem politischen Diskurs im Wege und darf mit Fug und Recht als Feind der Demokratie bezeichnet werden. Solche Demokratiefeinde beteiligen sich unter anderem eben auch an der Gegendemonstration dieser Veranstaltung. Dennis Arendt, SPD, Gemeinderat, und seine Mitstreiter haben nachweislich zwei linksextreme Gruppierungen mit ins Boot genommen. Dadurch besteht die Gefahr, dass der Krawall auch nach Gralsheim geholt wird. Folgen sind Farbschmierereien an Veranstaltungsorten, wie ja auch hier an der Halle geschehen. Sie haben es bestimmt in der Presse verfolgt. Und häufig noch schlimmere Taten, nämlich Angriffe gegen Politiker und AfD-Anhänger, die wir ja bekanntlich zuhauf zu beklagen haben. Leute wie Herrn Arendt ist offenbar nicht bewusst, was sie mit diesen Aktionen eben auch auslösen. Daher möchte ich an dieser Stelle besonders den Polizistinnen und Polizisten, die unsere Veranstaltung heute schützen, und den vielen ehrenamtlichen Helfern, ohne die eine solche Veranstaltung kaum möglich wäre, danken. An der Stelle an die ganz viele ehrenamtliche Helfer im Saal, die ich ja selber kenne, bitte nehmt es mir nicht übel, wenn ich in Anbetracht von Redezeit und Geduld meiner Zuhörer nicht jeden Helfer namentlich erwähnen kann. Bei zwei ganz besonders engagierten Parteifreunden möchte ich das hier und heute dennoch tun. So viel Zeit muss sein. Mein besonderer Dank gilt an dieser Stelle zum einen Horst Bembeneck, da drüben steht er, der mit sehr viel Engagement und Herzblut diese Veranstaltung federführend organisiert hat. Ich denke, dies ist ein ganz großer Applaus nochmal wert von uns. Zum anderen Markus Staudinger, der unsere ehrenamtliche Ordner koordiniert. Wo ist er denn? Markus, wo bist du? Sehe ich wahrscheinlich aus.
und als Sicherheitsbeauftragter für diese Veranstaltung fungiert. Meinen herzlichen Dank euch allen für euer Engagement. Bevor wir uns der großen Politik in Deutschland und Europa zuwenden und ich hierfür das Wort abgebe, erlauben Sie mir bitte im Namen des Kreisverbandes einige Worte zur baldigen Kommunalwahl zu verlieren. Die Stuttgarter Nachrichten titelten am 6.3.2019: Der Sturm der AfD auf die Rathäuser fällt aus. Richtig ist, dass es uns oft schwer fiel, die Listen für die Kommunalwahlen zu füllen. Oft wird man bei den Gemeinderatswahlen daher vergebens nach dem Kandidaten der AfD suchen müssen. Leider zieht eben Anfeindung und Diffamierung, wie es ja auch im Vorfeld zu dieser Veranstaltung gab, nicht spurlos an uns vorüber. So haben sich viele potenzielle Kandidaten trotz klarer Sympathien für die AfD für andere kommunale Listen entschieden oder ganz von einer Kandidatur Abstand genommen. Umso mehr freut es mich, Ihnen heute mitteilen zu können, dass wir bei den Kreistagswahlen in den Landkreisen Hohenlohe und Schwäbisch Hall fast flächendeckend antreten werden. Im Landkreis Schwäbisch Hall zeigen wir mit 13 Kandidaten Gesicht und im Landkreis Hohenlohe mit 12 Kandidaten. Denn trotz aller Steine, die man uns in den Weg legt, sind wir nicht gewillt, die Kommunalparlamente den Vertretern der Altparteien allein zu überlassen. Daher werbe ich um Ihre Unterstützung auch für die Kommunalwahl. Denn es muss sich vieles ändern in diesem Land. Und die AfD versucht, diese Veränderungen anzustoßen. Und dies müssen wir auf allen Politikebenen, Europa, Bund, Land und eben auch kommunal tun. Oft sind es doch gerade die Kommunen, die für eine fehlgeleitete Politik aus Berlin und Brüssel haften müssen. Sie haben die Suppe auszulöffeln, die anderen ihnen einbrocken. Wofür setzen wir uns ein? Unser Programm haben Sie bestimmt auf den Stühle gefunden. Am Ausgang liegt es auch aus, aber ich werde kurz ein paar Punkte des Programms aufgreifen. Wir stehen für Bürgerentscheide, eben auch auf kommunaler Ebene. Wir fordern den vermehrten Bau von bezahlbaren Wohnungen. Wir möchten Grundsteuererhöhungen verhindern. Sie wissen vielleicht, dass eine Grundsteuerreform derzeit ansteht. Wir möchten Familien fördern und kostenlose Kindergartenplätze für Kinder ab 3 Jahren zur Verfügung stellen. Wir stehen für eine regionale Gesundheitsversorgung ein. Eine Einverleibung des Kreiskrankenhauses Crailsheim in den neuen Gesundheitskonzern Diakeno, der unter anderem das Diak in Schwäbisch Hall umfasst, lehnen wir daher ab. Die Gefahr, dass hier Synergieeffekte zulasten ihrer Gesundheit gehoben werden soll, ist uns einfach zu groß. Wir stehen für eine ideologiefreie, sinnvolle und effiziente Energiepolitik. Darum lehnen wir das Windkraftprojekt im Burgbergwald ab. Warum zwei alte Kastanien an der Spitalkirche Crailsheim einen Aufschrei auslösen. Die Abholzung hunderter Bäume für ein zweifelhaftes Projekt, aber dann die Zustimmung des Gemeinderats findet. Auch die Tatsache, dass zum Schutz des Milans statt 5 nur 4 Windräder gebaut werden sollen, lässt uns schmunzeln. Um die anderen 4 fliegt der Vogel wohl einen Bogen. Wir möchten einen schnellen und zügigen Ausbau der Breitbandversorgung, gerade auch im ländlichen Raum. Denn in Zeiten zunehmender Digitalisierung und Industrie 4.0 wird die digitale Infrastruktur zum wichtigsten Faktor in der Standortentscheidung.
Für viele Betriebe ist sie bereits heute entscheidender als eine Autobahnanbindung. Wir möchten regionale Selbstvermarkter und regionale Produkte fördern. Getreu dem Motto, aus der Region für die Region. Wenn Sie also wollen, dass Politik für die Menschen gemacht wird, wenn Sie wollen, dass unsere Kinder und unsere Region eine bessere Zukunft haben, dann bitte ich Sie, am 26.05.2019 bei der Europa- und Kommunalwahl der Alternative für Deutschland Ihre Stimme zu geben. Vielen Dank.